Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Heute geht es um Leatherman-Zubehör. Und zwar um den Leatherman Tool Adapter. Machen wir mal auf. Kommt hier in so einer richtig massiven Kunststoffverpackung mit Pocket Clip. Das heißt, man kann den halt ja, direkt an Gürtel ranmachen. Und gucken wir uns das Teil mal an. Geliefert wird das Teil mit 6 Bits und da komme ich gleich noch drauf zu. So, schauen wir uns den Adapter mal an. Ist in drei Positionen arretierbar. Halt einmal so, dann zieht man das Ding hier hoch, dann halt auf 11 Uhr, würde ich mal sagen, und dann halt auf, ja, 12. Und das wird an verschiedenen Leatherman-Modellen arretiert. Ich habe gestern mal im Netz ein bisschen rumgeforscht und das Ding nennt sich halt ja Universaladapter mit der Nummer 1200. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an, wie das festgemacht wird. Also man macht den Leatherman ein bisschen auf hier, die Backen, und dann wird das hier so reingeschoben und zugemacht. Und dann kann man damit arbeiten. So, und dann hat man so, wenn man das dann so macht, auf 11 habe ich gesagt, ja, und auf 12. So. Das Teil habe ich vom Flohmarkt. und ja, ich muss sagen, also solide verarbeitet, sauber. Ich glaube, da wurde, also ich glaube, das Modell so wird, glaube ich, gar nicht mehr gebaut. Das andere sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also, aber weiß ich nicht so genau. Bits haben wir hier einmal so eine Art, holen wir die hier raus. Torx. Dann haben wir hier Kreuz, ein Spitzenkreuz, dann Schlitz und dann hier so eine Art Vierkant-Bit. Die Bits sind nicht schlecht. Und wie gesagt, hier abnehmbarer, der ist sogar verschraubt. Pocket Clip, was cool ist. So, und ich habe hier diese, ja, ist das Torx? Ich denke schon. So, hier vom Mini Bosch Bit passt auch drauf. Und wollen wir mal gucken, ob man damit Backen zusammendrückt, jawohl, doch. Also ist gar nicht schlecht. Also ich glaube, ist sogar beidseitig. So kann man hier auch noch mal an der anderen Seite. So, also das spielt im Endeffekt keine Rolle, ob man es da oder da macht. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ne? Und wenn man hier diesen Ring hier hochzieht, dann kann man das halt, wie gesagt, anders positionieren. Ne? Was ich gestern noch ausprobiert habe, das Teil passt auch auf Swisschamp. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Also machen wir mal dasselbe wie hier. Teil kommt hier ran. So. Und passt auch.
Also geht genauso gut. Ne? Sieht echt irgendwie abgefahren aus, das Teil, ne? Aber ist nicht schlecht. Also, ne? Also macht Laune, das Teil. Und also, das habe ich bezahlt. Ach ja, der war ja nicht da. Der gehört hier rein. Gut, es war jetzt gebraucht und so. Und 10 Euro für bezahlt, ist okay. Und ganz gutes Zubehör. Also, ne, kommt hier rein. So. So. Also, es ist nicht schlecht. Also, ich habe noch diese eine kleine, diesen Bitschlüssel von Victorinox, den kleinen. Der ist, ja, ist auch gut, aber ich dachte mal, hier eine Alternative wäre auch nicht schlecht. So, packen wir den hier nochmal. Machen wir so einen Vorführeffekt hier und das ist der Leatherman Bitadapter. Sieht irgendwie, ich weiß nicht, sieht echt abgefahren aus, aber ist nicht schlecht. Also, wenn man Bit braucht, also wie der, also hier auf auch so handelsübliche, passt das. Also das ist jetzt eine, ich sag mal, so eine Standardnorm. Okay, das war der Leatherman Bit Adapter und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.